Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. So, wir gehen mal zum Nomad. Okay, hier komme ich nicht durch. Sehr schön. Und widmen uns mal der nächsten Nebenmission. Wir verfolgen die Wilderer. Ich registriere einen Temperaturabfall. Und ich guck mal, ob ich hier ebenso hochkomme. Ja, das ist perfekt. So, die Mission war gar nicht so weit entfernt. Das ist ein großer Schild. Das ist Jarni Eek. Die Cat glauben, sie finden dort irgendein Reliktding. Unsere Leute können den Schild nicht durchbrechen. Er wird von der Hauptkommandobasis aus gesteuert. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ah, okay. Dann gucke ich doch mal. Ja, hier sieht's doch gut aus. So, ich habe aber da vorne irgendwo noch gesehen. Nee, er zeigt immer nichts mehr an. Ich habe eigentlich gedacht, hier wäre noch Kupfer irgendwo gewesen. Aber gut, und wenn wir gerade mal... Wow. Gerade mal hier sind. Ich glaube hier... Wow. Ich glaube, hier gab es auch eine Mission. Das sehe ich. Weiß nur gerade nicht so richtig. Wartet mal. Bin gleich da. Ja gut, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Ich verstärke den Schutz. Probier's mal mit dem Präzisionsgewehr. Hier irgendwas sehe. Komme ich durch das Schild überhaupt durch? Netter Kopfschuss. So, irgendwo. Da ist, glaube ich, noch einer. Nee, das ist der, ne? Ah, jetzt geht doch mal. Mann! Die Steuerung, ne? So. Ah, das Präzisionsgewehr ist schon nice. Kann man schon was mit anfangen? Nur nicht, wo Gegner sind. Das ist das Problem. Ich will mich jetzt aber auch nicht zu weit dran wagen, weil... Ja, in Deckung gehen solltest du jetzt gerade nicht.
Aha. Irgendwo hier. Ah, sieh mal einer an. Habe ich dich doch gefunden. Mein Freund. Das ist halt, man sieht auch halt nicht, wo die stehen, ne? Das ist halt ungünstig. Irgendwo da hinten, okay. Gucken wir doch mal. Gut, ne? Shit. Er ging daneben. Ja, ich sehe sie noch nicht. Aha. So, da oben. Den habe ich jetzt, glaube ich, nicht tödlich getroffen. Muss mal zurück zum Nomad, glaube ich. Gute Arbeit. So. Ich werde wohl näher ran müssen. Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Ich verstärke den Schutz. Wow. Au, 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 au. Nicht festbacken. Alter. Ich komme ja nicht mehr raus. Ich habe mich festgepackt. Ich habe mich festgepackt. Komm nicht raus. Ich kann auch den Chat nicht benutzen. Häng hier fest. Oh nö, ach Leute. Komm nicht raus. Häng hier total fest. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, muss ich wohl an dieser Stelle das Spiel neu starten, auch wenn mir das nicht gefällt. Weil, wie gesagt, ich komme hier nicht. Ich komme hier nicht raus. Gut, ich kann mich jetzt eigentlich auch sterben lassen. Ich jetzt das Spiel. Okay, wir sehen uns dann gleich, wenn ich mich hier irgendwie aus dieser Position befreit habe. Beziehungsweise irgendwie gestorben bin und ja. Weil wie gesagt, ich komme ja nicht
Oh doch, ich bin die. Ja, toll! Mist, 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 Mist! Steig ein! Oh Gott! So, mal schauen, ob ich es noch irgendwie hier hoch schaffe. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt wirklich hin muss, ganz ehrlich. Hier ist ein bisschen überfragt. Weil... Ach, das war's schon, oder was? Okay, das war jetzt eine reichlich... sinnlose Mission, glaube ich. Moment. Höhle. Okay, whatever. So, sind wir schon da? Ja. Sieht aus, als wären die Wilderer bereits weitergezogen. Sekunde, da ist ein Datenpad. Sehr schön, dann gucken wir doch mal, was in dem Datenpad so drin steht. Wir mussten zusammenpacken und den Fischen folgen. Sie sind recht klug, immer so in Bewegung zu bleiben. Verwenden Sie einfach das Signal, um uns zu finden. Wann hat einen Kleinen aufgespießt? Ein Kalb wohl. Der Rest ist amok gelaufen und hat sie fast ertränkt. Ja, richtig so. Wir haben sie zurück auf die Krankenstation geschickt, damit sie keine Unterkühlung einfängt. Aber deswegen fehlt uns jetzt ein Teammitglied. Also, kommen Sie möglichst schnell her. Diese Leute, sie haben keine Ahnung, was uns die Yevara bedeuten. Aber ich würde es gerne verstehen. Wieso sind die Yevara so wichtig für Sie? Wir haben durch die Geißel nahezu alle unsere überlieferten Geschichten verloren. Abgesehen von den Legenden über die Yevara auf Volt. Wie sie aus den Meeren gesungen und dadurch die Sonne hervorgelockt haben. Wie sie in alten Zeiten angaranische Schiffe ans sichere Ufer geleitet haben. Das ist wunderschön. Die Yevara sind intelligente, beeindruckende Geschöpfe. Und jetzt werden sie abgeschlachtet. Okay, das ist natürlich alles andere als schön. Dann schauen wir doch mal, ob wir das Lager dieser Wilderer finden. Dass wir dem Ganzen ein Ende setzen können. So.
Aber die andere Mission macht mich trotzdem noch irgendwie ein bisschen stutzig mit dem Schild hier. Naja. War dann wohl anscheinend tatsächlich schon alles. Okay, das klang jetzt nicht besonders nice. Was immer das auch war. So. Ist da auf dem Berg oben. Pathfinder, ich orte vor Ihnen ein Lager. Ryder. Ich denke, Sie haben das Lager der Wilderer gefunden. Irgendwas sagt mir, dass Sie uns nicht einfach auf einen Plausch hereinbinden werden. Das stimmt. Aber vielleicht... Ich glaube, das war's. Kenn ich ja schon mal. Ein bisschen aufräumen. Da steht noch einer. Shit. So. Geschafft. Naja. So, dann gucken wir doch mal, ob die uns was hinterlassen haben. Hier sind Behälter, sehe ich. Ich habe eigentlich gehofft, ich kann mich hier ein bisschen aufwärmen. Hä? Ich hab's doch gefunden, oder? Oder etwa nicht. Oh. Steigt der wieder nicht in den Nomad ein? So, Karte. Irgendwo. Da unten oder was? Okay. Dann Präzisionsgewehr raus. Wollen wir doch mal schauen. Wen wir denn hier so haben?
Okay, ich gehe, glaube ich, mal mit dem Nomad darunter. Alter, einsteigen. Ja, nur dass ich ihn nicht getroffen habe, auch wenn es ein großartiger Schuss war. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand trifft mich. Boah, ey, Cora. Echt jetzt? Come on. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Sehr schön. Lebenserhaltung ist stabil. That is nice. Genau so mag ich das. So. Salkin 3, ich glaube. Samagara gehen ungewöhnliche Signale aus, Pathfinder. Sie sollten den Leichnam scannen. Ach. Die Cat haben diesem Angara einen Chip eingesetzt. Ein Tracking-Chip? Kannst du das Signal umkehren, um einen NAV-Punkt zu ermitteln? Der Chip ist inaktiv. Aber mit weiteren Scans könnte ich das Signal möglicherweise wiederherstellen. Okay. Ach, da vorne den, okay. Ich wollte gerade sagen, wen soll ich denn noch scannen? Vor allem, was soll ich hier scannen? Ich. Gut gezielt. Boah, ey. Ja, versteck dich ruhig. Krieg dich trotzdem. Ah, ne? Ich hab einen erledigt. Danke, Cora. Sehr freundlich. Alter, diese Kamera. Credits. Rebellenpanzerung. Weiß ich aber trotzdem noch nicht. Was genau ich scannen soll. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zurück zum Nomad. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge, denn meine Lebenserhaltung sinkt schon wieder ziemlich weit nach unten. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück. Dahinter füll die noch ein bisschen auf und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und nichts mehr verpassen wollt. Und ja, bis dahin. Tschüss.